Und ich grüße euch zum letzten Tutorial. In diesem Part schauen wir uns an, wie sich alles auf die Praxis auswirkt. Ich habe es übrigens schon auf, was heißt die Offscreen? Ich habe es hier einfach schon mal gemacht gehabt, bloß habe ich dann einen blöden Fehler gemacht und habe dann versehentlich die Datei gelöscht. Deswegen seht ihr jetzt einen Stern hier, weil ich es eigentlich schon gemacht habe. Das heißt also, ich mache das jetzt quasi nochmal. Allerdings habe ich es beim ersten Mal, oder beziehungsweise bei diesem Video, wo ich es gemacht habe, nicht geschafft, dieses Duell zu bestehen. Und habe es dann mit Cheats gelöst. Und jetzt probiere ich es nochmal. Also ich kenne schon die ganzen Sachen, was hier auftauchen werden. Schon mal als kleine Vorhersagung. Ja, aber ich glaube, dass es mir trotzdem schwer fallen wird, das zu gewinnen, denn es ist schon nicht gerade mal das leichteste, dieses Duell. Wir spielen hier als Tag mit Crow an unserer Seite gegen Brecher und dem schwarzen Magiermädchen. Und ja, ich habe das noch nicht geschafft bis jetzt. Ich werde jetzt probieren, es nochmal zu schaffen, und wenn ich eine halbe Stunde lang scheitern sollte, werde ich es einfach beenden, und ja, dann beendet es auch schon gleichzeitig auch diese Serie mit dem Tutorial. Also ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit der letzten halben Stunde dieses Tutorials. Gut, wir haben hier mehrere Handkarten. Pinguin-Soldat, Flip-Karte, du kannst bis zu zwei Monsterkarten vom Spielfeld auf die Hände ihrer Besitzer zurückgeben. Dann haben wir Death Frosch. Wenn diese Karte erfolgreich als Tributbeschwörung beschworen wurde, kannst du eine Anzahl Death Frosch von deiner Hand oder deinem Deck bis zur Anzahl von Tadpole in deinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Also das ist quasi diese Karte hier, die wir benötigen hierfür. Dann haben wir Fenrir. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem zwei Wasser Monster aus deinem Friedhof aus dem Spiel entfernt werden. Falls diese Karte ein Monster eines Gegners als Ergebnis eines Kampfes zerstört, überspringe die Draw-Phase des nächsten Spielzuges deines Gegners. Das ist ein ziemlich heftiger Effekt, wenn man bedenkt, wenn der Gegner keine Handkarte mehr hat, dann kann man ihn so lange angreifen, bis er verloren hat, weil er kann ja keine Karte mehr ziehen und dadurch seine Hand wieder auffrischen, das geht ja gar nicht. Andererseits müsste der in jedem Zug ein Monster natürlich haben, damit dieser Effekt permanent wiederholbar ist. Das wäre vielleicht mit einer Schleim-Fallenkarte möglich, die ihn pro Zug immer eine neue Schleimspielmarke gibt, aber das ist eine andere Variante von, also das mit den Schleim, das kann wahrscheinlich nicht auftreten, da er diese Schleimkarte gar nicht in seinem Deck haben wird. Dann haben wir Granadora. Erhöht deine Lebenspunkte um 1000 Punkte, wenn dieses Monster erfolgreich als Normal-, Flip- oder Spezialbeschwörung beschworen wird. Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, erhältst du 2000 Punkte Schaden. Dieses Monster hat eine Angriffskraft von 1900, das ist ordentlich. Allerdings kriegen wir 2000 Punkte Schaden, wenn es auf dem Friedhof landet. Dann haben wir eine Tadpole-Karte. Wenn diese Karte auf deiner Spielfeldseite als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine beliebige Anzahl von Tadpole-Karten von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Mische dein Deck anschließend. Dann haben wir noch voreiliges Ergebnis. Zahl 800 Lebenspunkte. Wähle ein Monster von deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung in offener Angriffsposition und rüste es mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre das ausgerüstete Monster. Gut, jetzt haben wir uns alle Karten angeschaut. Ich habe bereits dreimal versucht, es mit verschiedenen Möglichkeiten zu lösen, das Ganze. Und ich habe bis jetzt immer klar verloren. Das Einzige, was ich noch nicht gespielt habe am Anfang, ist diese Variante, in dem ich Granadora spiele in die Angriffsposition. Jetzt kriegen wir 1000 Lebenspunkte. Leider ist es mit sehr viel Risiko verbunden, denn der Gegner wird im nächsten Zug Flammenimpatschi in Kombination mit einem Feldzauber spielen und dadurch wird er mein Monster dann zerstören. Ich muss jetzt allerdings das dann doch jetzt einstecken, diesen Schaden, weil ich glaube, dass dann der Crow dann was viel Besseres macht, um das Monster wieder zurückzurufen.
weil ich diese jetzt hier verdeckt setze. Er wird es dann mit einer seiner Karten dann noch verstärken, und zwar mit dem Sternenboy, und dann ist dieses Monster stärker als der Flammenpachi später, aber das sehen wir gleich. Jetzt kommt das, was ich schon gesagt habe, jetzt spielt der Flammenpachi in Kombination mit vulkanische Auslöschung. Geschmolzene Zerstörung heißt die Karte. Alle Feuermonster erhalten 500 Angriffspunkte und verlieren 400 Verteidigungspunkte. Also eine ziemlich offensive Karte für Feuermonster. Jetzt kommt der Flammenpachi, wie ich es vorher gesagt habe. Jetzt wird mein Monster zerstört. Gut, jetzt kriegen wir eine Menge Effektschaden durch den Effekt von unserem Monster. Crow kann dieses Monster jetzt vom Friedhof beschwören, weil ich habe meine Zauberkarte für ihn bereitgelegt. Und jetzt wird es sie dann wahrscheinlich auch noch mit Sternboy verstärken. Okay, er spielt meine Zauberkarte, die ich ihnen bereitgelegt habe. Jetzt kriegen wir 1000 Punkte, weil dieses Monster als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Jetzt spielt er... Wo ist Sternboy? Hat er jetzt Sternboy abgelegt oder was? Ich glaube, ich hänge. Warum hat er Sternboy abgelegt? Er hätte die jetzt super verstärken können. Ist der bescheuert? Ich verstehe Crow mal wieder nicht. Der hat schon in den letzten drei Duellen, die ich gemacht habe, scheiße gespielt. Und ich habe mich da tierisch darüber aufgeregt. Weil die KI immer gleich alle Karten am Anfang raushaut. Ohne mit dem Hintergedanken, dass der Gegner vielleicht ein paar Karten zerstören könnte. Und er dann nachher aufgeschmissen ist. Ja, jetzt kriegen wir wieder... Und er verschwendet seine Karten auch sofort, ne? Na gut, aber hier muss man es in dem Fall schon fast machen, sonst kriegen wir ja wieder 2000 Punkte Schaden. Okay. Wir sind wieder an der Reihe. Wir haben Nachladen gezogen. Oder reparieren. Reparieren heißt die Karte. Ich glaube, ich spiele jetzt diese Karte hier auf die hier. Wir kriegen keinen Effektschaden, wenn dieses Monster als Tribut, angeboten wird. Denn hier steht ja nur, wenn dieses Monster zerstört wird. Und ein Monster zerstören und als Tribut anbieten sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, ich aktiviere jetzt den Effekt von meiner Falle. Spiele dieses Monster auf dem Friedhof. Unsere Ausrüstung, das Zauber wird zerstört. Und jetzt können wir eine Handkarte von ihnen zerstören. Und ich wähle diese Karte hier, die ist gefährlich. Gut. Jetzt können wir dieses Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Dann könnte ich das Frosch spielen noch zusätzlich, weil das ja eine Spezialbeschwörung ist und wir noch keine Normalbeschwörung dann gemacht haben. Momentan habe ich das Gefühl, es läuft besser als in den letzten drei Malen. So, welchen Modus möchte ich denn? Ist eigentlich egal, ich werde das Monster sowieso jetzt als Tribut anbieten. Oder soll ich vielleicht Tadpole opfern? Ich glaube, auf dem Friedhof macht Tadpole viel mehr Sinn. Aber wenn ich jetzt das vorspiele, dann ist, wird er im nächsten Zug zerstört. Andererseits kann ich viele Tadpole-Karten dann spielen vom Friedhof. Hm, was mache ich jetzt? Deathfrosch oder Tadpole? Die Frage ist natürlich, was bringen mir diese ganzen Tadpole-Karten eigentlich im Prinzip, ne?
Ach, komm, ich spiele jetzt einfach Death Frosch, ist ja auch egal. Gut, jetzt aktiviert sich der Effekt von Death Frosch. Wir kriegen eine beliebige Anzahl von Death Frosch Karten von unserem Deck auf die Hand. Oh, aufs Feld sogar. Ordentlich. Okay, und was hat mir das jetzt im Prinzip gebracht? Gar nichts, denn er hat keinen Sternball und unsere Monster werden dadurch nicht verstärkt. Hätte er seinen Sternball nicht abgeworfen, der Crow, und er hätte ihn gespielt, dann hätten wir jetzt gewonnen. Denn dann hätten wir einfach mit diesem Monster das zerstören können und wir hätten dann ein paar Mal direkt angreifen können und es hätte genau gereicht. Na gut, wäre der in die Angriffsposition, natürlich, dann hätte es natürlich gereicht, aber momentan ist er in der Verteidigung. Also momentan würde es nicht reichen, selbst wenn wir Sternball auf dem Feld hätten. Aber hätten wir jetzt Sternball auf dem Feld gehabt? Moment, habe ich gerade einen Fehler gemacht oder? Oh. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ja, ich habe Sternenboy entfernt durch den Effekt von diesem Monster hier. Vielleicht war es doch ein bisschen zu früh, dieses Monster gleich zu spielen. Ich hätte vielleicht zuerst Sternboy vom Friedhof holen sollen. Ihn erst als Normalbeschwörung beschworen sollen. Oder nee, ich hätte es mir vielleicht aufbereiten sollen. Ah, langsam komme ich auf die Lösung. Aber so wie es momentan ist, glaube ich, dass es nicht so ist, wie man es gerne hätte. Aber das ist ein ziemlich kompliziertes Duell dieses Mal. Selbst für einen fortgeschrittenen Yu-Gi-Oh! Spieler ist es nicht gerade mal so leicht. Jetzt kommt ein zweiter Flammen im Punchy. Oh, der zerstört jetzt beide Death Frosch Karten von uns. Was hat er denn gegen Frösche? Frösche sind super! Der Grills vernascht die, glaube ich, soweit ich weiß immer, oder? Egal. Warum ist auf dem Flaming Punch eine 18 drauf? Ist es sein Alter? Warum ist da eine 18 drauf? Egal, muss ich nicht verstehen. Gefrorene Seele, super, die können wir erst spielen, wenn wir 100 Punkte haben, da die Differenz zwischen beiden Lebenspunkten 2000 sein müssten. Ja, Crow hat's mal wieder versaut, oder ich auch teilweise ein bisschen, gebe ich zu. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders spielen sollen. Dann hätten wir jetzt vielleicht nicht diese zwei mächtigen Flammen-Pachi-Monster als Gegner. Jetzt kommt noch ein anderes Monster hinzu. Flammenherrscher, er wird uns wahrscheinlich mit dem Flammenherrscher das zerstören. Ja, ich glaube, das haben wir verloren. Es wird dann mit dem den zerstören, den mit dem und den direkt machen. Und dann war's das. Okay, wir haben verloren. Macht allerdings nichts. Ich probiere es jetzt ein letztes Mal. Ich werde es dann höchstens nochmal machen, wenn ich vielleicht auf die Lösung komme, hier jetzt in diesem Versuch. Aber wenn ich verlieren sollte, dann lasse ich es gut sein. Alles klar, ich glaube, das vorhin war schon richtig. Granadora in die Angriffsposition. Dann kriegen wir die 1000 Punkte und die muss ich Crow bereitstellen. Das war, soweit ich weiß, ganz richtig.
Jetzt kommt wieder der Flammenpatschi in Kombination mit geschmolzener Zerstörung. Und dann wird er unser Monster zerstören und wir kriegen wieder die Schadenspunkte. Durch den Effekt unseres Monsters. Okay, ich mache jetzt einen kleinen Save State fürs Zwischendurch. Und zwar nehme ich mal den vom. Boah, der ist veraltet. 24. Juli ist veraltet. Warum wirft er eigentlich den Sternball ab und nicht die hier? Die ist viel nutzloser. Also, er wird jetzt den Sternball abschmeißen. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Sternball ist so eine gute Karte, weil man die gut kombinieren kann. Jetzt so mit dem. Granadora. Warum legt ihr die auf den Friedhof? Will er mich ärgern? Ich glaube ja. Gut, damit war zu rechnen, dass er jetzt einen Direktangriff macht. Hätte er Sternball auf dem Feld gehabt, dann hätten die noch weiteren Schaden bekommen. Ich glaube, dann hätten wir sogar gewonnen. Oder? Dann hätte der 500 plus bekommen. Dann wären hier jetzt 1600. Plus Sternball hat ja auch noch eine eigene ATK. Ich schätze so auf 1000, dann hätten die noch 500 circa. Das wäre viel besser gewesen. Aber nein, der muss ja den blöden Sternball abwerfen und diese Schlampe da auf dem. Auf die Hand behalten. Sorry für diesen Ausdruck, aber es ist doch wahr. Alles klar, jetzt kommt der Knackpunkt. Ich werde jetzt einen Safe State nochmal machen. Denn jetzt entscheidet sich das Ganze. Welchen Tag haben wir heute? 17. August, das ist, ne? 19. Ja, genau, das war der hier. Okay, jetzt brauche ich den Knackpunkt. Und zwar, ich glaube, ich muss Tadpole auf dem Friedhof erstmal abschmeißen. Dann habe ich Material für Fenrir. Dann kann ich Reparieren benutzen, um Sternball auf die Hand zu holen. Halt, nein, ich schaue vielleicht erstmal meinen Friedhof an. Wir haben Sternboy als einziges Monster auf dem Friedhof, okay. Ich könnte jetzt, ja, das muss ich fast machen. Ich muss mein Monster wieder als Tribut anbieten. Ich könnte aber auch die Tadpole-Karte auf den Friedhof schmeißen. Nee, ich muss das machen. Sonst kriegen wir ja nur unnötigen Effektschaden durch das Monster. Gut, ich gebe ihn das hier auf dem Friedhof wieder. Jetzt haben wir zwei Wasserkarten auf dem Friedhof. Jetzt könnte ich die hier theoretisch spielen. Was? Warum kann ich die nicht? Achso, eine ATK von 1000, okay, oder weniger. Hätte ich jetzt meine Tadpole-Karte auf den Friedhof geschmissen, dann hätte ich die hier spielen können. Dann hätte ich jetzt Sternball auf der Hand. Und könnte, glaube ich, noch eine. Genau, ich könnte noch eine Normalbeschwörung machen. Dann könnte ich Deathfrosch benutzen, den ja als Tribut anbieten. Dann hätte ich ein Monster auf dem Friedhof. Aber ich bräuchte dann immer noch ein weiteres, um Fenrir zu beschwören. Die Frage ist, brauche ich Fenrir? Brauche ich Fenrir? Schwierig, schwierig. Vielleicht muss ich aber auch erst noch einen Zug warten. Ich kann ja den Pinguin-Soldaten spielen, der wird mir ein bisschen Sicherheit geben.
Genau, also ich glaube, das ist gar nicht mal so unklug. Genau, ich mache das jetzt. Ich spiele den Pinguinsoldaten jetzt verdeckt. Und Fenrir spiele ich noch nicht. Jetzt werden die wahrscheinlich weitere Monster zerstören von uns. Dann muss Crow irgendwie dann noch durchhalten, seinen Zug. Oder ich gebe ihnen einfach mal das hier als Alternative. Lege ich ihnen das jetzt mal hin. Genau, ich glaube, das ist eine gute Methode. Das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, er holt sich nicht mit Reparieren irgendwelche Mistkarten dann vom Friedhof. Ultimative Spaceball-Kind kriegt 1000 Punkte pro Feuermonster auf seiner Spielfeldseite. Okay, er greift den Pinguin-Soldaten an. Das aktiviert sich der Flip-Effekt unseres Monsters. Und wir geben ihm einfach mal diese zwei Monster auf die Hand zurück. Damit seine Battle-Phase uns keinen Schaden macht. Gut, jetzt hat er ein leeres Feld. Jetzt kommt er reparieren, er holt sich Sternboy und Pinguinsoldat auf die Hand. Und er aktiviert das Kette großes Brennen und entfernt die ganzen Monster, die er sich jetzt auf die Hand holen möchte, aus dem Spiel, okay? Das macht meine Taktik kaputt. Jetzt könnte er theoretisch einen Direktangriff machen. Macht er allerdings nicht. Ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, dieses Duell. Aber jetzt bin ich immerhin motiviert, es noch zu lösen. Denn das ist ja eigentlich im Prinzip nur ein riesiges Duellpuzzle. Tja, 2000 und 2000 haben dieselbe ATK, ne? Das heißt, dieselbe Zahl, das heißt, nichts passiert. Okay. Ja, ich ziehe meinen eigenen Sternboy. Super. Leider kann ich nur eine Normalbeschwörung pro Zug machen. Das heißt also, muss rechnen, 700 ist viel zu wenig. Ich könnte jetzt das vorspielen, er wird aber dann von Flamme ja schon im nächsten Zug zerstört, also ist es Blödsinn. Wenn ich Sternboy spiele, dann wird er im nächsten Zug zerstört. Die Angriffspunkte von der Jungfer werden zwar verstärkt, allerdings bringt es nichts. Denn die Angriffspunkte sind immer dann noch zu niedrig, um den Flammenherrscher zu zerstören. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich den Tadpole nicht geopfert habe. Ich hätte vielleicht Tadpole opfern sollen und nicht dieses Monster hier. Ich lade es jetzt vielleicht mal nochmal und probiere es anders und zwar, das ist dieser Safe hier, glaube ich, ne? Genau. Ich spiele jetzt das hier und lege Tadpole stattdessen auf den Friedhof. Und zerstöre diese Karte hier. Nein, jetzt habe ich ihn verklickt. Verdammt. Okay, laden ist nochmal. Nochmal laden. Da habe ich gerade Mist gemacht. Das ist. Verdammt. Das ist dieser Safe hier, genau. Also nochmal das hier. Dann schmeiße ich Tadpole auf den Friedhof. Das darf ich mich nicht verklicken. Das ist. Diese hier, genau, die will ich nicht haben. Habe ich mich jetzt nur verklickt? Nein, sah gerade so aus. Alles klar, jetzt kann ich reparieren benutzen. Nachdem ich natürlich den auf den Friedhof gesetzt habe.
Moment, will ich Death Frost spielen? Will ich den Death Frost spielen? Nee, Pinguinsoldaten wollte ich eigentlich spielen, nicht wahr? Ah, ich kann Nachladen jetzt sogar schon benutzen, okay. Dann werde ich das tun. Moment, jetzt habe ich Sternboy auf der Hand. Ich habe Sternboy auf der Hand. Das heißt. Oh, verdammt, er hat ein großes Brennen noch. Spielverderber. Denn damit hätte ich jetzt mein Monster stärker machen können als seins. Na, ah, das ist bitter. Aber man muss in Yu-Gi-Oh! Auch mit Rückschlägen rechnen. Dann spiele ich den Pinguin-Soldaten verdeckt und lass es gut sein. Mir würde das ultimative Baseballkind. Warum immer solche Adjektive vor den Monsternamen stehen müssen immer? Das ist mir echt unbegreiflich. Naja. Ah ja, jetzt gibt's schöne Effektschaden für uns. 2000 an der Zahl. Na, ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt kann er einfach den Effekt seines Baseballkinds benutzen, sein Monster als Tribut anbieten und uns dann Effektschaden zufügen. Außerdem geben ihm schnell die Monster auf die Hand zurück. Gut, das ist Kron der Reihe. Ja, setzt Wert auf Verteidigung. Hätte ich auch gemacht. Gut, jetzt kommt Flammenherrscher mit einer ATK von 2000. Das ist wieder genauso stark wie unsere Jungfer des Wassers. Das heißt, es passiert nichts. Bis auf, dass unser Monster natürlich aufgedeckt wird. So, jetzt sind wir wieder dran. Okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden. Jetzt werde ich Fenrir spezial beschwören. Ich lege den hier weg. Ach, warte, man muss beide wählen, okay. Gut, der Modus ist in dem Fall egal. Oder ich könnte ihn auch in die Angriffsposition spielen. Moment, jetzt ist Rechnen angesagt. Also, ich spiele in die Angriffsposition. Dann spiele ich Sternboy, dann ist mein Monster stärker. Genau. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gemacht. Genau, die Angriffskraft seines Monsters wird gesenkt durch den Effekt unseres Sternboys. Er verringert nämlich die ATK alle von der Feuermonster um 400 Punkte. Und jetzt greife ich ihn mit Fenrir an. Moment, hätte das gereicht, wenn ich mein Monster noch in die Angriffsposition gesetzt hätte? Moment, 1050, dann fehlen noch 700. Ah, ich hätte noch in die Angriffsposition setzen sollen, dann hätte es gereicht. Okay, ich lade das jetzt nochmal und dann zeige ich euch, wie es jetzt komplett geht. Wo ist denn das jetzt? Das ist der hier nochmal, genau. Also, das hier benutzen auf die Tadpole. Dann werfen wir die Karte hier ab. Als nächstes zwinge ich ihn, seine Falle zu aktivieren. Brennendes Land.
würde jetzt als Kette anhängen. Oder großes Brenner ist die Falle, ist auch egal. Jetzt werden die zwei Karten entfernt. Genau, jetzt spiele ich Pinguin-Soldat, verdeckt. Beende meinen Zug. Das würde uns ordentlichen Schaden machen. Genau, das hatten wir vorhin schon. Ultimative Spacebrook hinten nochmal. Das würde unsere zwei Monster zerstören. Kriegen wir 2000 Punkte Effektschaden durch den Effekt unseres Monsters. Gut, das war jetzt ein Fehler, dass er angegriffen hat, denn er hätte eigentlich nur Main Phase 2 einleiten können und dann den Effekt seines Spaceboy-Kins aktivieren können. Dann hätte er uns 500 Punkte Schaden zufügen können und hätte dadurch gewonnen. Hatte zum Glück allerdings nicht gemacht. So, jetzt sind seine Monster wieder auf seiner Hand. Und es würde sein Zug beenden. Jetzt ist Crown der Reihe, spielt seine zwei Karten verdeckt, die er gerade hat. Genau. Jetzt kommt jetzt wieder das schwarze Magiemädchen dran an der Reihe. Okay, jetzt kommt Flammenherrscher nochmal. Er macht das Monster klein, oder in dem Fall nicht, denn die Monster sind gleich stark von der von dem Punkt her. Genau. Okay, und jetzt muss ich einfach nur Fenrir spezial beschwören. Wir haben exakt zwei Mastermonster auf unserem Friedhof. Die werden jetzt geopfert. Ich spiele Fenrir in die Angriffsposition. Spiele außerdem noch Sternboy in die Angriffsposition. Und switche die Jungfer des Wassers von der Verteidigungsposition in die Angriffsposition. Genau, und das müsste jetzt exakt reichen. Fenrir macht den Flammenherrscher kalt. Wortwörtlich. Und die zwei Monster greifen jetzt einfach nur noch die Ecke und dann müsste das Ganze gegessen sein. Wenn ich denke, dass ich's hab, dann kommt die mit sowas. Oh, hell no. Ich dachte, ich hätt's und dann kommen die mit sowas. Das ist böse. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay, dann beende ich den Part an der Stelle und greife jetzt einfach mal mit meinem schwächeren Monster einfach mal den Flammenherrscher an und lege quasi einen Selbstmord. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im Let's Play wieder. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den neuen Duell-Skills, den ihr gelernt habt. Und wünsche euch viel Spaß mit dem Yu-Gi-Oh! Spielen. Also, macht's gut, euer Yanka EP. Ciao.